So, Hallihallo bei einer neuen Folge Blacktail bei Alles furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel. Ja, wir haben beim letzten Mal noch eine Höhle gefunden. Das Interieur ist alles eher optischer Natur, hat noch keine Funktion und wir können hier in der Höhle noch nicht wirklich interagieren und nichts machen. Das wird noch irgendwann mal relevant werden, da gehe ich ganz fest von aus, weil kein Entwickler dieser Welt würde hier so eine Höhle in die Welt pflanzen, ohne damit irgendwas vorzuhaben. Was wir jetzt allerdings vorhaben, ist, wir müssen einen Ritter finden. Und diesen Ritter, auf die Suche begeben wir uns jetzt. Denn dann müssen wir irgendwie einen Drachen erlegen. Erlegen wir erstmal das, was sich nicht so sehr wehrt. Denn das sind diese kleinen Spinnen. Oder zumindest mal eine. Wir hatten ja eine Karte. Und die Karte sagt, wir sollen hier den Ritter finden. Das heißt, ich bin jetzt quasi erst einmal falsch abgebogen. Wir müssen sozusagen zurück über die Brücke und dann, ach, wahrscheinlich da oben durch die Höhle entlang. Dann tun wir das also auch mal. Wilder? Bitte? Sie meinen wahrscheinlich Ritter. Also hier respawnt wirklich tatsächlich ziemlich oft ziemlich viel. Deswegen nehme ich hier auch ziemlich viel mit. So, und wenn ich jetzt die Karte richtig deute, dann biegen wir jetzt nach rechts ab und folgen einfach den Weg. Ja, Mizi, ich habe dich schon gehört, aber wenn ich dich streichel, dann komme ich ja wieder dahin, wo ich nicht hin will. Zum Haus von Jager. Aber da habe ich aktuell nichts zu tun. Müsste bei den Irrwischen nicht auch den auch abschießen können, wenn ich wollte? Wie ist es eigentlich? Kann ich jetzt hier nochmal neu speichern? Also momentan, das ist sehr praktisch. Man braucht bei den Speicherpunkten diese roten Blumen und links daneben steht eine. Es ist auch wichtig, dass ich die Sachen hier aufsammle, weil ich das zum Leveln brauche. Habe ich die nicht schon weggeschossen? Kann man wohl auch immer wieder wegschießen. So, das heißt, bin ich jetzt richtig? Nein, ich bin ja komplett falsch abgebogen. Ich wollte ja eigentlich nach Nordwesten da in diese Höhle. Jetzt bin ich ja schon wieder komplett falsch abgebogen. Okay. Aber wenn ich jetzt. Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt hier den Weg entlang gehe, dann. Also nicht hier, sondern da, wo es hochgeht. Dann müsste ich ja auch hinkommen. Machen wir das doch mal so. Jetzt bleibt der da oben stecken, der Sherlock. Ja, hier war ich allerdings schon mal, ne? Hier, aber ich speichere hier trotzdem nochmal ab. Immer schön die Pfeilvorräte auffüllen und immer auch schön die Materialien auffüllen. Ich meine, hier haben wir doch sogar irgendwo eine Kiste mit dem Zahn gefunden. Also hier war ich zumindest schon mal auf dem Pfad irgendwann unterwegs. Das sieht doch hier sehr symbolisch aus. Könnte sein, dass wir hier richtig sind. Wir schauen mal auf die Karte. Ja, das müsste stimmen.
Ich rieche irgendwie einen Hinterhalt. Oh, die halten aber mehr aus. Huch. Was ist denn hier los? Das ist schon wieder so eine... Das ist diesmal eine Ameise, ne? Ja, okay, du möchtest, dass ich mit dir rede? Das hat die sich eigentlich für eine Zeltburg hier gebaut. Tremble before our might, puny mortal. Soon the rivers will flow with the blood of all who dare to oppose the eternal empire of ants. I beg your mercy, my queen empress. Enough. Show me the way to the human settlement, so I can lead my merciless army and pour my wrath upon them. Da steht ja schon dabei, die böse Ameise zum Dorf geleiten. Das heißt, wenn ich das mache, dann schlägt sie das doch voll negativ auf meine Moral aus. Also muss ich mich ja quasi weigern. Those rivers of blood don't really sound too good to me. There will be no alliance between us and Queen. Soon, all will know the true meaning of horror. Ja, das ist so. Wenn man sich jetzt hier einmal den Pfad des Guten verschrieben hat, dann... auch wenn es spannend gewesen wäre, was jetzt passiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Manchmal haben ja tatsächlich die bösen Charaktere die spannenderen Geschichten irgendwie. So, wo geht's denn da noch lang? Das ist auch nochmal so eine Seitengasse mit ein bisschen was zum Looten. Das wäre wahrscheinlich einfach nur die Möglichkeit, dass ich jetzt... Ich will immer zurückdashen mit der Sprungtaste, aber das hilft halt nichts. Ach, geh! Muss ich auch noch vorzielen. So. Ansonsten war ich da aber ja auch schon mal. Also gut. Eigentlich auch total sinnlos, dass ich hier alles über den Haufen schieße, weil es gibt ja auch keine Erfahrung in dem klassischen Sinne. Das Kämpfen. Komme ich jetzt hier zu einem Drachen? Oder zum Ritter erstmal? Das wäre vielleicht besser. Linker Weg, rechter Weg. Was ist jetzt besser? Recht wie rechtschaffen? Probieren wir es damit. Das ist eine Sackgasse, oder? Nee? Hui, die schießen auch noch mit Pfeilchen hier durch die Gegend. Ah, recht wie rechtschaffen und wie ein Zähnchen. Die Vögelchen darf weiterleben. Ah, haha. Oh! Hoppla. Es ist doch nicht euer Ernst hier. Das Ding steht direkt vor mir und ich treff's nicht. Bräuchte ich ein bisschen Lebensregeneration? Kann ich denn... Ich kann aber auch nichts neu... Also ich kann da nichts zu essen bauen, ne? Das heißt, ich müsste mir wirklich irgendwo Fleisch abkupfern. I don't see you. Just a regular stick. Nothing more. Das klingt eher nach einem Gaul. Oh, kein Drache. Hammer mir, das gibt's ja nicht. Das Viech ist auch groß genug, dass ich es treffen könnte. Das ist auch jetzt nicht der richtige Weg gewesen, da bin ich mir sicher. So, mal ein paar Federn gegrabt. Aber das ist tatsächlich ein guter Weg gewesen. Das gibt wieder ein Zähnchen.
Wahrscheinlich bin ich doch eher die Zahnfee. Ich denke mal, die Angelrute, die wird uns dann mittelfristig dabei helfen, dass wir ja, an Nahrung kommen. Ein bisschen Radau gemacht hier. Ich habe keinen nahen Speicherpunkt, wenn das. A peasant? Have you lost your way to the village, serf? Oh, what a gallant steed you are. Bovi Boko sent me to help you with that honey case. He sent you? Well then, it seems the time has come to earn your valor, squire. We need to stop that filthy dragon from gorging on our people. We'll serve it some proper justice instead. Squire, huh? How do you propose we proceed, my lord? I have designed a special piece of siege machinery, a work of wonder. We will push it into the dragon's lair, where it shall bestow God's will upon the beast. The problem is we're still missing black powder. I need someone small and sneaky for the job. Something tells me this is where I step in. Correct. You'll need to retrieve it from a bloody outlaw's lair. Rebel, God's curse his name. Slippery Jack's friend? Why won't you go, sir? Well, good one. Rebel is one of the cursed, of course. And I... I'm a grand. Without further ado, shall we free the land of the dragon's reign? Ein nobler Ritter in Pilzform. Das, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Herrlich. Ist der Drache überhaupt echt? Have you ever seen the beast? But of course. It sticks its ugly head from one of the pits. Sometimes. Not to mention all the unholy sounds and poisonous fumes. Mhm. Right. Das ist gar kein Drache, oder? Das klingt jetzt eher so nach einem Maulwurf oder sowas. The grand and the cursed. Borvi and Jack said something about that too. So there's two kinds of you mushrooms? Can't you work together to defeat the mighty dragon? Oh, the bloody cursed mushrooms hate all the law-abiding citizens. In their drunken minds, they became convinced that being just and virtuous is too boring for them. Alas, virtue is persecuted by the wicked more than it is loved by the good. And the dragon? That's a foe of all the virtuous. Dann legen wir los. I think I'm good to go. I shall not wait any longer to obtain the most wondrous artifact from the Defiler's domain. Wir spielen da mal voll mit. Splendid. Retrieve the powder. When you're done, you'll find me at my... Anything wrong? Can you hear it? The enemy is approaching. Stand and fight for your life, squire. There are too many of them. Das sind in der Tat ein bisschen viele. Wir können wohl noch mehr. You've almost figured it out. That fancy gauntlet of yours. Learn, act, repeat. One day you'll get the most out of it. I don't think I can repeat. The cauldron has all the answers. Hexenlehrling. Das Hexenlehrling-Rezept wurde freigeschaltet. Du kannst es jetzt am Kessel in der Hütte brauen, sofern du über notwendigen Zutaten verfügst. Alle freigeschalteten Rezepte können jederzeit im Fähigkeitenbaum angesehen werden. Drücke auf eine Fähigkeit E, um mehr über sie zu erfahren. I'll try. Finde einen Weg aus der Schlucht. Achso, das heißt unser Drachen? Finde ich den jetzt noch?
Und vor allem, was ist das? Das ist doch eine riesengroße fleischfressende Pflanze. Da komme ich wohl nicht durch. Der Weg ist versperrt. Dann muss ich da jetzt wohl wieder zurück erstmal. So, kann mir mal jemand sagen, wie ich jetzt diese Zauberfähigkeit noch mache? Hier ist es wohl nicht. Dann gehen wir doch einfach wieder den Weg hier runter. Da sind wir doch schon mal aus dem... Achso, hier geht's ja auch nicht weiter. Wir müssen also nochmal irgendwo anders gucken. Natürlich schön ist es, wenn man mal die Wege nimmt, die wir noch nicht gesehen haben. Fernkämpfer sind mir lieber, die bleiben stehen. Da kann man mal besser drauf schießen. Ich glaube hier, das war der Pfad, ne? Genau. Spezialleckerbissen. Lade den Kraftschuss auf, indem du linke Maustaste gedrückt hältst und drücke anschließend F, um Spezialleckerbissen abzufeuern. Spezialleckerbissen verbrauchen Mana, wechsel den aktiven Spezialleckerbissen und schalte verschiedene Spezialleckerbissen am Kessel frei. Und was bringt mir das? Now, make it special. Boost your shot with the gauntlet's energy. Ah, das ist mein Spezialschuss. Das ist das, was ich hier. Now, what was it the mushroom wanted? Kämpfe gegen Rebell. Und das ist dann. Ah, das ist jetzt in der Höhle, ne? Ja, genau. Oh, Moment! Halt, stopp! Ich habe keine Pfeile mehr. Jetzt können wir weiterkämpfen. Das ist aber auch interessant benannt, dass ich Leckerbissen verschieße und damit Gegner töte. Ich würde wahrscheinlich als sehr schlechter Koch in die Geschichte eingehen. Aber es sieht so aus, als wenn ich hier nur quasi Mana zusätzlich zu einem Pfeil verbrauche. Insofern ist das eigentlich gerade mit dem Leckerbissen sehr gut machbar. Daneben geschossen, das war so klar. Der hat gesessen. So, das heißt, wir müssten jetzt zu dieser Höhle rübergehen. Ich möchte aber auch eigentlich mal in die Ruinen da rein. Das sieht auch ziemlich interessant aus. Die Frage ist nur, komme ich da überhaupt hin? Ich bin zumindest mal auf dem richtigen Weg, um über die Brücke da zu kommen. Und vor allem, ich bräuchte auch mal ein bisschen Hitpoints. Das war dieser Segen. Kann ich dann nochmal die Hand auflegen? Nee. Vögelchen befreien. Da oben ist ein Speicherpunkt. Den nehmen wir mal auf jeden Fall ganz dringend mit. Bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wann das Spiel wie speichert. Ah, es könnte auch sein, dass jedes Mal, wenn ich speichere, das Spiel mir dann quasi... Die Gegner will respawnen, das könnte natürlich auch sein. Ach, in den Säcken ist... Ah, jetzt verstehe ich es. Da war einmal eine rote Pflanze drin und Federn.
Die Höhle, die wir jetzt schon mal ja, frühzeitig erforscht haben in der letzten Folge, da dürfte dann jetzt was drin sein. Ich sehe auch tatsächlich den Pilz da vorne schon, ja. Ich bin da mal gespannt. Der erste Kampf hier, der erste wahrscheinlich relevante Kampf. Ob ich das mit dem Kampfsystem hier hinbekomme. So Zeit verlangsamen wäre irgendwie richtig stark. Na guck, da hat jemand... I'm here for, Look who's there! It's the little giddy goat sent by the stiff-necked knight to rob me of the explosives. I'm not all warmed up after the nap, but it's still gonna be enough for you. Was that against your petty rules? Oh! Holla, okay. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, dieses Bewegen und Pfeil und Bogen schießen ist schon ein bisschen... Kann ich die wegbekommen? Ich habe ja keine Pfeile mehr. Moment mal. Ah, er hat mich erwischt. Nein. Okay, das mit dem Movement muss ich erstmal jetzt irgendwie so in Loot überbekommen. Ach, ey. Hat er mich einfach mal direkt hier weggemacht? Das kann ja noch richtig lustig werden hier in dem Spiel. Aber ich stehe direkt vor der Höhle wieder. Also insofern, der Checkpoint ist da fair. Ich verliere wohl auch nichts beim Sterben. So. Dann. Die geluteten Sachen habe ich vermutlich auch noch. Kann ich das abbrechen? Nee, doch, kann ich. Oh, Moment! Ich brauche Pfeile, stopp mal! Wo ist der Pilzkopf? Da hinten ist der Pilzkopf. Hab ich ihn. So schwer war der jetzt gar nicht. Man muss sich wirklich nur mal auf das Dashen konzentrieren. Das Pulver aus der Truhe. Moment, da lag doch noch was am Boden, oder? Moment, Moment, Moment. Was ist das? Kann er durch die Gegend kicken? Oh, Moment, da lag der doch noch, oder? Geiler Pilz. So. Heißt, wir haben jetzt hier
mitten unter dem Galgen. Ich habe da ein sehr schlechtes Gefühl irgendwie. Versteck mich. The mushroom's blood is still warm as the girl in a peculiar mask leaves his lair. Isn't that a lovely scene? Dona! Tu znowu ona! Wszędzie! Well, I guess I'm not the only peculiar looking person around. Hi, what big eyes you have. All the better to see you with. See who you are. See what you did. Look, I can explain. Never do that. Not in front of me. Whispers can be extremely loud if you know where to listen. Don't mind the poor soul here. He will grow back anyway. That is how mushrooms are. Coming here was a dead end, though. You can deliver the package later. But at the end of the day, that's not what gets you past the bridge. I don't quite... Your fellow mushrooms and I made a deal to get rid of the dragon. The dragon is just an idea. A facade to the real problems of the forest. Following the trail of honey would be the first step towards dealing with them, without making so much unnecessary noise. Oh, I get it. The operation goes undercover. So, where does this trail start, exactly? On the offering site, under the mill, in front of the so-called Dragon's Den. Take this pot of honey, plant a lure, take cover, and see who shows up. I'm sure the result may surprise us. You may want to seek me out after you're done there. Some princess's beauty sleep may be just about to end. Let us proceed with the investigation then, Mr... I'm a man of shadows. Make sure to never turn your back on them, masked girl. Gehe zur Höhle des Drachen. Ja, das ist ja also eine Geschichtswendung schon wieder. Vom edlen Ritter zu diesem Kampfpilzkopf. Und jetzt haben wir auch noch einen Spion. Was kommt als nächstes? Ein Pate oder so? Pilzpate? Wir werden es herausfinden. Allerdings dann erst in der nächsten Folge. Dann suchen wir die Honigspur. Dann suchen wir das, ja, den Drachen. Den Drachenhort. Und dann werden wir auch, ja, die Spur auslegen. Ihr seid hoffentlich wieder mit dabei, würde mich freuen. Vielen Dank für euer Interesse und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!